Ja, wir gehören auch zu denen. Das ist irre. Los, kann ich laufen. Lass mich doch mal hier durch, ihr Pisser, sonst schneide ich euch aus. Bist du die von Fern? Ja, hallo gesagt. Warum quatscht mich eigentlich immer alle an? Ich hasse das. Wenn ich dich nicht kennen würde, würde ich dich hier nicht ansprechen. Nee, hätte ich wohl Angst. Wieso? Oder einen bösen Blick. Ich guck doch gar nicht böse. Ey, du redest wie meine Mutter. Ich kann doch nichts dafür. Ich kann nicht anders gucken. Du hast mich daneben halt brandmarkt. Ey, wenn ich mein Gesicht ganz locker hängen lasse, ist das halt der Blick, der bei herauskommt. Wieso ich das so... Ich kann nicht die ganze Zeit grinsen, ey. Jetzt wäre schon wieder getrennt. Ja, Schatz, ich weiß. Musst du sagen, wenn du angebaggert wirst. Ich hab einen Mann. Ich hab einen Kerl. Ich hab einen Ork. Und zusammen sind wir ein Ork. Jede Frau wird dich so angucken. Was? Die geht einfach nur und rennt schnell weg. Was ist das? Ah, Stachel! Wie ist Wäsche? Ey, Leute waschen schon. Nein, die haben Waschmaschine. Lassen die Pferde Seife fressen. Was? Erst fressen die Kleidung und dann fressen die Seife. Verstehst du das nicht? Und dann kotzen die das aus. Dabei können Pferde ja nicht kotzen. Jetzt hab ich dem Daniel wieder was beigebracht, ey. Ja, Pferde können nicht. Ich will einen Regenbogen kotzen als Pferd. Ja, Pferde können nicht kotzen. Der Ring kommt da hinten. Mann, das Kopfkino. Was ist denn da ein kotzendes Pferd, das aus dem Arsch kotzt? Was ist denn da los? Ja, ein Kopfkino, weil ich schon wieder. Ja, das musst du dir auch vorstellen, hallo? Das ist doch geil. Ich weiß nicht, was daran so witzig ist, an einem kotzenden Arschpferd oder was weiß ich, wie man das nennt, ey. An einem arschkotzenden Pferd. Was machst du da? Was denn? Was machst du da? Ich höre dich. Schlägliche Gegend. Was hast du schon wieder vor? Ich randaliere. Bin ich 5 Minuten nicht da? Wie bist du denn nicht da? Ich höre dich doch. Sieh mal einfach nur, wie ich dem Zauberer in den Fuß beiße. Ich kämpfe schon wieder gegen irgendwas. Gleich fragt er wieder, wo ist der Daniel? Wer ist das? Wo ist meine Mami? Habt ihr meinen Ehemann gesehen? Alter, was war das? Was denn? Du bist gerade auf deinem Pferd gerannt. Das passiert so. Das ist doch kein Pferd mit Radantrieb irgendwie. Wenn ihr da oben läuft, gehen so Rädchen an die Beine von den Pferden, ey. Dann aktivieren sich so Rädchen und dann treibt die Beine von den Pferden. Das ist wie so ein Hamsterrad, ey. Dann Sattel ist irgendwie so ein Rad, ey. Wenn ihr darauf läuft, bewegen sich die Beine der Pferde. Also ein Fahrrad. Wir haben einen Banditen der Rotkrähen. Genauso funktioniert doch ein Fahrrad. Das ist ein Pferderad. Muss ich mir so vorstellen, das Hufen hat das Räder. Ihr habt mit ihm gesprochen, oder? Ah. Und dann läuft ihr diesen Banditen. Fährt halt nicht wie so ein Fahrrad, macht sondern nur so Galopp. Wir haben das wird nicht geschehen. Kommt ja gar nicht vorwärts. Wenn ihr helfen wollt, dann geht zu den Docks und seht nach, was dort vor sich geht. Bleiben wir jetzt hier stehen, ich oder? Weiß jede Information. Ich rede doch gerade mit der. Mit wem denn? Mit der hier. Ich muss nicht mit der reden. Mal, warum nicht? Was ich da? Ja. Oh. Man kann auch Rechtsklick auf die Sachen machen. Ich weiß, da kannst du Sachen zerstören, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Was? Warum weiß ich das jetzt erst? Das weiß ich doch nicht, ey. Guck mal, ich sitze hier und. Oh, der hat sich wieder eingeloggt, ey. Da kann ich ja alles in Trödel reinpacken und direkt alles auf einmal verkaufen. Okay. Das ist doch voller Luxus. Ich weiß. Mal. Ja, du kommunizierst ja nicht mit mir, Daniel. Du willst dann. Ich sollte das machen. Ja. Komm, vielleicht sehr. Wenn ich mit dir rede. Du willst ja nicht mit mir zusammenspielen, ne? Das ist voll der Einzelgänger, das ist voll der Arschloch. Da sind noch mehr Gegner.
Da laufe ich doch nicht hin. Mein Gott, die rennen alle. Daniel, ich würde nicht stehen bleiben, die rennen sehr viele hinterher. Ja, ich sehe nur Tod und Zerstörung da hinten. Ja, die können nicht schwimmen, also. Ist das schon mal gut. Schon gehört. Das ist auch noch eine Quest. Darien spricht. Mein Gott, was ist das denn für eine Perspektive? Warte. Wir sprechen mit diesen Alchemisten hier hinter der Theke und ich sehe einfach nur seinen Kopf so rausgucken hinter der Theke. Obwohl das nicht viel heißt. Muss er Eintritt bezahlen. Die Fahrt kostet. Jetzt bräuchte ich mir nur so einen Schachbrett. Ja, wollte ich gerade sagen. Gab schon Schach hier zu der Zeit. Dann gab es schon zur Zeit der Römer, du Spaß. Ich glaube, die Chinesen haben da schon gespielt, ey. Das ist doch das Spiel der Könige, weil es glaubst, warum dazu heißt, du Pisser. Ich weiß, dass da König hier als Figuren gibt. Ja. Weil die Könige miteinander gespielt haben, oder? Ich muss dir so viel beibringen. Wir sind nicht in der Gruppe, merke ich gerade. Kann also nicht weitergehen. Warte mal, wo bist du? Nein! Wo bist du? Der ist jetzt ganz weg. Was für ein Anfänger. Ich bleib nicht offline. Er kann ja gar nichts, sonst will ich ja gar nicht mehr hier drin sein. Für Taschenebenen. Aber das klingt nicht sehr gesund. Ist das, warum sieht denn das aus wie ich? Das Ritual aufzuhalten. Was? Er sieht so aus wie ich hier. Ich was zum Teufel? Anderer Spieler oder was? Ja. Ich wollte schon sagen, der Typ sieht doch nicht aus wie du. Der sieht fast genauso aus wie ich, ey. Der hat auch die gleichen Klamotten an, gleichen Farben. Ja, vielleicht bist du da, der aus der Vergangenheit ist. Ich muss den töten. Boah, Junge! Was ist der denn hier, eine Sternenkarte oder was? Oh, oh mein Gott! Was passiert hier? Ja. Wir sind ineinander. Und der ist mit uns aneinander verschmolzen, das Ding verfolgt einen. Was ist das für ein Scheiß? Also das ist ein Rätsel oder was? Oh nein. Oh Gott. Ach Daniel, du Noob. Jetzt werde ich als nächstes weggeflogen. Ich bin da durchgerollt. Ha. Jetzt hab ich den. Das klappt sogar einfach durchrollen. Ich bin schneller da als du. Ja. Oh, voller Hund. Ich bin clever. Ich lasse das Spiel für mich arbeiten. Okay, Taktik und Strategie. Zeig ich mal. Genauso. Was du denn da schummelt? Ich bin cleverer als du das. Ja, wir gefällt es durch die Mitte dadurch. Los. Kannst du mich mal arschlecken? Geh durch die Mitte, verdammt. Ich rufe mein Pferd. Geht nicht. Los, geht da los. Du Pisser, geht gefällt durch die Mitte. Das ist aber für Vollidioten hier. Hab's geschafft. Das ist doch nicht so schwer, Mann. Du Cheater. Was kann ich denn dafür, wenn du geistig nicht ganz frisch bist? Jetzt geh durch die Mitte, verdammt. Okay. Ausgezeichnet. Genauso will ich das sehen. Dieser Moment, wenn der Daniel kennt, der Weg ist zu schlau für den jetzt. Scheiße. Das war. Er macht dich aber nie zu einem König, so wie der Typ sagt. Ja, das Volk kann mich machen. Du bist nie ein anständiger König. Leck mich an. Ja, komm, Daniel, das war geil. Jetzt stell dir mal vor, so ich als König. Toll, Volk lebt in Armut, ey, wenn du dir so Hühnerkeulen in den Rachen schiebst. Ein ganzes Volk hat nur mir gehorcht. Ja, super. So, wir haben jetzt hier vier feine Fenster. Die tragen alle grün und fangen an, sich gegenseitig anzuzünden.